Hi Freunde, herzlich willkommen zurück in Season 14, glaube ich. Es sind schon so viele, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist Halbzeit, Krieg 6, hey! Erste Gegner auf Psychodonenweg, eine nicht erweckte Hela. Okay, gut. Die sammelt Wut, das kann viel Schaden machen, aber das muss man dann schon derbe versauen, um gegen die Tante hier zu versagen. Mit Domino gehen wir ran. Klatschen uns hier munterfröhlich weg. Ich habe statt Corvus diesmal auch wieder Symbiote Supreme dabei. Sagenhafterweise für einen einzigen Kampf. Naja, ihr werdet gleich sehen. In der Zwischenzeit klatschen wir ganz schön viel weg. Das war einer der Kämpfe, die richtig gut gelaufen sind, wo ich in relativ kurzer Zeit auch angenehm viel Schaden gemacht habe, was an der erstaunlich hohen Crit-Rate gelegen hat. Ja, so ein Glück wünscht man sich doch immer, ne? Ja, gut. Springen wir gleich zum nächsten Gegner. Unser Gegner hier, der hat sehr, sehr, sehr stark auf Vielfalt gesetzt. Weswegen hier auch so der ein oder andere Champion steht, wo ich mich frage, was macht der in der Def? Muss das wirklich sein? Aber gut, muss ja jede Allianz für sich selber wissen, welche Verteidiger gestellt werden. So kämpfen wir hier gegen eine 6-Sterne-Version von Symbiote Supreme. Rang ist mir egal. Einzige, wo ich darauf achten muss, dass ich mich nicht schlagen lasse, beziehungsweise im Modus 2 nicht parieren lasse. Nicht so sehr auf den Block haue, damit ich kein Torkeln abkriege, dass ich Geschick so nutzen kann, wie ich das gerne hätte. Ansonsten muss man da auf nichts weiter achten. Kraft kriegt der Kollege relativ mäßig. Insofern musste ich hier nicht einmal eine Superkraft ziehen. Also nicht erweckte Symbiote Supremes. Ich liebe es, gegen die zu kämpfen. Das ist so eine Freude. Man muss sich nicht großartig mit Superkräften befassen. Ein Traum. Ja, wirklich ein Traum. So, nicht erweckte 6 Sterne. Sabertooth. Dass er nicht erweckt, das macht mir das Leben hier doch sehr leicht, weil er regeneriert nicht. Letzteres wäre durchaus sinnvoller gewesen, also ihn so erweckt hier reinzustellen. Er kann bluten. Ist mir hier nicht gelungen, macht nichts. Die erste Superkraft ziehen ist relativ leicht. Immer wenn man relativ viel Abstand aufgebaut hat, dann spuckt er die von selber raus. Und der auszuweichen ist problemfrei eigentlich möglich. Mit der zweiten Superkraft habe ich persönlich in der Tat mehr Probleme. Aber naja, so hat halt jeder seins. Erste Superkraft beendet ist und dann können wir gleich zum Endpunkt des Weges hopsen. Und dann habe ich hier so 1,5 Minuten Gammelzeit gehabt, bis ich den nächsten Energiepunkt kriege. Entgegen meiner sonstigen Art habe ich es mal laufen lassen, stark beschleunigt, wie ihr seht. Und dann rübergesprungen. Ein paar Minuten später, halbe Stunde hat es insgesamt knapp gedauert, ist der Halo dann hier rüber gehopst. Mich noch gefragt, Mensch, wo willst du denn hin? Klar, Medusa. Logisch, ne? Wofür habe ich den Symbiot auch bitte dabei? Sehr gut. Ich mache Boosts an, weil es war irgendwie vorher klar, dass es ein ganz schön harter Krieg wird. Und jeder Kill ist, ja, schlecht. Wollen wir nicht. Möglichst wenig mitnehmen. Also maximale Leistung. Oder wie Deadpool zu sagen pflegt, wenn wir hier schon beim MCUC-Thema sind. Oder beim MCU, naja, weiß der Geier. Maximaler Einsatz. Jawohl. Ist ja Geschenke-Event. Ich habe mich heute, also Stand der Aufnahme, mit Boosts dann auch endlich vollständig eindecken können. Jetzt kann ich mich wieder ewig zurücklehnen, bis die verbraucht sind. Dauert es wieder ein bisschen. Ist ganz schön, ist ganz angenehm. Es wurde Zeit, dass das kam. In den letzten Kriegen, die ihr gesehen habt, musste ich teilweise auch schon so nachkaufen. Ja, gegen Medusa ist es sonst wie, ja, sonst auch. Die ist parierbar, insofern null Problemo, ne, wenn sie betäubt ist. Kann man gut steuern. Gucken hier, das war maximale Wut sammeln. Naja, hat nicht so funktioniert, weil ausgewichen. Trotzdem sind 3 Wut aktiv und wir Fenster da jetzt natürlich eine 3. Superkraft rein. Wäre ja schön blöd, wenn nicht, ne? So, aus, was steht da? 61, 58. Machen wir, klack, bumm, 51 nach dem Auslöschen. Die schmeißt gleich ihre erste Superkraft vor lauter Freude mit im Pott.
zweite Superkraft. Genug Kraft hatte ich ja, gab es dann direkt hinterher. Ding war durch. Ein Traum. Easy. Ja, mit Symbiote Supreme ist das auch easy going. Also insofern halb so wild. Halo hat seinen nächsten Energiepunkt abgelaufen. Da schließen wir uns doch direkt mit an. Und am nächsten Morgen geht es dann weiter auf den zweiten Abschnitt. Und da steht ein Night Thrasher. Hey Leute, wer stellt denn da bitte Night Thrasher hin? Hier habe ich mich dann wirklich gefragt, okay, der hat durchaus die Fähigkeit, Buffs abzuschütteln. Durchaus hat er das. Durchaus kann er das. Aber es ist nur ein verdammter Night Thrasher, ne? Parieren, heavy, es reicht auch ganz angenehm von der Zeit her. Da muss man sich kein, also ich muss mir da keinen Kopf beim Kämpfen machen, ob und wie und was und warum und hast du nicht gesehen. Das Einzige, was ein bisschen tricky für mich ist, ist die erste Superkraft. Ist das Einzige. Mehr nicht. Ja, aber wie ihr seht, ne, parieren läuft ganz gut. Jetzt spammt er seine erste Heavy raus. Zack, wir konnten sie umgehen. Oh Mensch, das hat funktioniert. Ist ja ein Traum. Zweite Superkraft rein. Noch ein Hit hinterher, weil war ja ordentlich Schaden geladen. Ne? Läuft. Prima. Gut, der Gegner war auch nicht schwer. Wenn ich an die Domino von vor letzten, vorletzten Krieg denke. Vor vorletzten Krieg. Irgendwie so. Autschen. Gut, Miles Morales ist jetzt auch ein bekannter Gegner. Ich teste hier erstmal die Zeit an, die Betäubungszeit, wie sich so verhält. Und spiele ein bisschen untypisch. Einfach mit Schlagen. Ne? Nichts mit Parieren, Heavy, einfach mit Schlagen, um zu gucken, dass ich die Ladung irgendwie wegkriege. Jetzt passiert mir gleich ein ganz blöder Fehler. Er weicht aus. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Gut, das war der Fehler noch nicht. Der kommt noch. Eine seiner schwulen Ausweichladungen hat er noch. Nein, tut mir leid. Ich möchte niemanden damit diskriminieren. Nicht falsch verstehen. Zweite Superkraft ist hier ins Leere gelaufen, weil ausgewichen. Ungünstig. Kann aber passieren. Dadurch, also durch das Zünden der Superkraft, kriegt der Kollege wieder Ladung. Parieren, parieren. Hier habe ich auf die Glocke gekriegt. War ein kritischer Treffer. Hat mir glatt 30% TP weggesaugt. Alter Schwede. So was Dummes. So, jetzt sind die Ladungen weg. Umgehen dann hier nochmal halbwegs die erste Superkraft. Und jetzt können wir parieren. Und Heavy setzen. Aber gut, mit Combo geht es natürlich auch. Ja, ich hätte es mir wohl vorher nochmal anschauen sollen. Gut, macht nichts. One-Shot ist alles prima. Kostet zwar jetzt gleich ein Item, aber ja, Mensch. Was soll der Geiz? Haben wir genug. Alter, was ich diesen Krieg schon an Seren verbraten habe, das ist der Wahnsinn. Ne? Maximaler Einsatz, ne? Zwei ist übrigens nicht ganz richtig. Ich habe, ich glaube, nach diesem Krieg die Belohnung eingesammelt von dem verkorksten Season-Mittel der Season 13. Ich habe da wirklich bis kurz vor Schluss gewartet mit dem Einsammeln, einfach bis ich sicherstellen konnte, dass keins der Items irgendwie in Auslauf gerät. Ja, das war den Tag, also hier in diesem Moment, nachdem ich das da alles eingesetzt habe, habe ich das Zeug eingesammelt und dann, ja, bin ich wieder versorgt mit Items für Krieg insofern. Halb so schlimm. Ja, nur Seren möchte ich in Zukunft für die restliche Hälfte der Season nicht mehr so viele benutzen, wenn es geht. So wie der Krieg hier gelaufen ist, den ihr euch anschaut, der lief recht gut. War ich insgesamt sehr zufrieden mit mir selber. Gab so eine Kleinigkeit, die ist mir ganz schön um den Keks gegangen. Das sehen wir dann aber auch gleich noch. Die Spider-Gwen. Wir nehmen erstmal die Regeneration gut mit, dank des Regenerationsboosts. Und nehmen erstmal Parieren mit für Ladung aufbauen, bevor wir anfangen, Heavys hier einzustreuen. Einfach für ja, maximal Schaden, ne? Wer hätte es gedacht. Die steht jetzt schon bei 36% und nach 10 Treffern nur noch bei 15%. Jetzt weiche ich mal einmal aus, ne? Zu doof, ne? Regeneration, das macht aber so gut wie gar nichts. 14.000 im Crit, hat sie jetzt fast umgehauen.
Und 16.000 im Crit bei der folgenden Heavy hat sie dann ins Nirvana gejagt. Hervorragend. Prima. Dann ist da schon wieder ein Halo vorgelaufen. Mensch, das klappte hier wie es Brezelbacken. Das war richtig gut. Modok, nicht erweckt. Gut, der muss auch nicht unbedingt erweckt sein. Ne? Also man legt es ja darauf an, den Kollegen im ersten Gang wegzuhauen. Wäre er erweckt, würde er einen Kill landen, dann hätte er durchaus einen Bonus davon. Ansonsten ist es relativ nebensächlich. Der Blockschaden ist erstmal relativ Banane, weil ja noch der Regenerationsboost läuft. Und dann kam die Batterie. Alter, was hat's mich aufgeregt? Ja, ist immer ungünstig. Ja, erstmal Kabel suchen, anstöpseln und dann irgendwie weitermachen, ohne dass man auf die Glocke kriegt. Ist mir hier aber ganz gut gelungen. So, Kraftschloss ist da. Der Kollege mit seinem blöden Autoschild nervt doch überhaupt nicht. Erste Superkraft. Schild ist jetzt wieder aktiv. Hab mich hier parieren lassen. Ach, zu dumm. Glücklicherweise nicht viel gefressen. Beziehungsweise dank der Boosts ist genug TP da, dass sich das prozentual doch im Rahmen hält. Erste Superkraft nochmal umgehen, nochmal ein bisschen draufhauen. Pech ist aktiv, trotzdem Schild angegangen. Ach Mann, was soll denn der Geiz? Gut, kann man nicht ändern. Haben es dann hier mit dem Intercept hinterher aber auch noch beendet. Also im Prinzip, ja, durchaus okay. Nicht schön, weil Fehler, aber durchaus okay. Halo ist wieder vorgelaufen und sparte mir ein bisschen Energie. Das war schön. Ich hatte nämlich so einen Grand Masterplan. Gorbus. Wer jetzt denkt, hey, Symbiote. Nein. Ich bin mit Symbiote einmal richtig böse auf die Fresse gefallen. Und mit Cap hatte ich die deutlich besseren Ergebnisse. So, auch hier läuft der Regenerationsboost noch. Ist ja ein Traum, wa? Also kritische Schläge auf dem Block sind relativ Banane. Relativ, ne? Fresschen Heavy. Das war ungünstig, ne? Das Kabel ist halt am Telefon und wenn das Kabel am Telefon ist, dann Wackelkontakt, kann ein Scheiß passieren. Hier bin ich in die erste Superkraft gelaufen, das war wirklich dumm. Aber gut. Achso, das gehört mit dazu. Bisschen Konzentration, dann kriegen wir das hin. Heavy laden, zweite Superkraft rein. Ist nicht viel passiert. Außer, dass wir ein bisschen Schaden gemacht haben. Aber Mensch, meine Güte. Umgehen die Heavy noch. Und prügeln dann weiter fröhlich darauf rum. Ziehen die erste Superkraft. Klatschen weiter drauf rum. Das sieht soweit erstmal jetzt ganz gut aus. Ne? Bis auf den Blockschaden hält sich das doch gut in Grenzen. So, jetzt. Erste Superkraft lasse ich mich nochmal von treffen. Na. Krieg den Kollegen dann hier auch nicht mehr gelockt. Hier bleibt der Kollege stehen. Statt auszuweichen und lädt ein Heavy. Ungünstig. Klar habe ich dann den Heavy, den restlichen Teil davon auf die Glocke gekriegt, was mich dann instant rausgehauen hat. Nicht so toll. Gar nicht toll. Da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Ich habe nicht auf die Auswertung am Schluss geschaut, aber war jetzt nicht so der Hit mit dem Kill. War einer von einigen Kills, die hätten vermieden werden sollen. Aber gut, kann man nicht ändern. Mit Symbiote machen wir dann hier weiter. Klar, mit dem Torkeln, mit dem Auslöschen reduziert das jetzt ein bisschen kritischen Schaden von Corvus. Ist aber im Prinzip halb so wild. Ich kriege ihn hier intercepted. Zweite Superkraft hinterher. Ich wollte es nicht auf die dritte anlegen. Die zweite Superkraft hier im Schildmodus reduziert den Schaden. War jetzt letzten Endes auch nicht nötig. Im Intercept konnte ich ihn dann immerhin aus dem Ring befördern. Weg mit dir. Kusch. Schön. Ah, ein Kill. Na toll. Gut, kurz überlegen. Was tun, wohin? Wie ihr seht, ich habe mich für Havok entschieden. Ich hatte vor einigen Kriegen Havok auf dem Psychodonenweg da unten mal stehen und die Kampfweise vom Prinz Palme, was ich mir da abgeschaut habe von meinem Ali-Leader, das hat so gut und glorreich funktioniert, dass ich mir dachte, ach Mensch, komm, mach's dir noch ein bisschen Mutantenboost an, wird schon klappen.
Ja, ich mach Mutantenboostern. Ich, doofer Idiot, vergesse jedes Mal auf diesem Knoten, dass die Kraft gerne mal gelöscht wird. Na, gut, der Timer läuft. Kollege immer noch betäubt, also hinterher. Erste Superkraft. Hey, das war nicht so der Plan, aber okay. Noch können wir es ja auf den Block nehmen. Erste Plasma-Ladung hat er. Hier kriegen wir ihn intercepted. 4 Schläge im Block stellen. Dann ist die alte ausgewichen. Ich dachte schon, oh mein Gott, jetzt geht's los. Aber nein, glücklicherweise nicht. Hier holen wir uns dann eine zweite Superkraft. Und da lässt er sich dann in der Tat ein bisschen bitten, bis er sie dann endlich zündet. So, also, weiter schlagen. 5er-Kombo ist gerade so. Trotzdem war es eine heiße Nummer. Heavy ließ sich trotzdem locken. Entsprechende Combo. Parieren hat er sich lassen. Schön, war gar nicht die Absicht, aber immerhin zweiter Superkraftbalken voll. Hier kam nochmal ein Heavy, da frisst er dann nochmal Medium-Schlag. Und dann lässt er sich auch hier wieder ein bisschen bitten. Und da hatte ich echt Sorge. Dritter Superkraftbalken. Muss das sein? Gott sei Dank nicht. So, also weiter schlagen. Entsprechender Combo. Voll auf Risiko gegangen hier. Halb so schlimm. Zweite Superkraft wieder voll. Diesmal lässt er sich schneller dazu auffordern. War eine schöne Sache. Hier spammt er wieder den Heavy. Also wieder was von seinem blöden Energieladung runter. Erste Superkraft hinein. Die krittet gleich mit 18.000. Was mich dann locker über den Kampf gerettet hat. Hey, ein Hoch auf Boosts, ne? Sehr schön. Gut. Weil es so schön ist, springen wir dann noch zum Boss. Einfach um noch ein bisschen Energie auszugeben. Und das war's mit meiner Beteiligung an diesem Krieg. Boss-Video hat mich nicht erreicht. Und den Krieg haben wir verloren, wie ihr seht. Maximaler Einsatz, 466 Angriffsbonus, ist durchaus okay für uns. Ja, war ich stolz auf mein Team. Verteidigervielfalt, naja. Gut, das hat's dann wohl rausgehauen, auch dass der Gegner recht gut war. Hab hier noch ein Geschenk gekriegt, vielen Dank, Fico. Nein, ein Video werde ich dazu nicht machen, weil ich krieg dafür zu wenig Geschenkkristalle. Lohnt sich nicht. Im Platin 4 auf Rang 50 befinden wir uns jetzt nach der Niederlage. Und ja, noch sind alle Tore offen. Hälfte ist ja gerade erstmal rum. Wir werden sehen, wo uns dann die zweite Hälfte von Season 14 hinweht. Ne? Wie immer gilt, die Pussykatzen kämpfen mit maximalem Einsatz diesmal. Wir wollen es wissen, wir sind heiß. Wir wollen wieder Platin 3. Das, was können, haben wir schon bewiesen. Gut, verfolgt es weiter, ihr werdet es rausfinden. In dem Sinne, macht's gut, Freunde. Bis Sonntag. Ciao, ciao.